Herr Großer, kurzes Feedback. Wie hat denn Ihr Immobilienverkauf in Spanien geklappt? Und ja, das wollen wir mal wissen. Also, da muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben, oder meine Frau hat 2021 mit ihrem Halbbruder, mit der Erbengemeinschaft, das Haus geerbt. Und wir hatten 2 Jahre jemanden, der sich kümmern wollte und nicht kümmern konnte richtig und hat auf Deutsch gesagt, alles nur schlimmer gemacht. Seit November 2023 hatten wir einen Immobilienmakler, der auch unser Haus in Deutschland vermaklert hat, den Herrn Zuschke aus Bautzen. Und der hat alles in die Wege geleitet. Und mit der Miriam, der Maklerin aus Lamet de Mar, haben die alles innerhalb von 3 Monaten geschafft. Wir sind nach Spanien geflogen und haben alles in Sack und Tüten gebracht. Und es war wunderschön. Wir haben noch gute Tage verbracht. Und ja, so ist es. Wir sind zufrieden. Das Geld ist geflossen. Die bürokratischen Wege sind gut hinter uns gebracht worden, was wir uns nicht so vorgestellt hatten. Aber jetzt sind wir zufrieden und fahren morgen wieder nach Hause. Okay. Würden Sie anderen Menschen aus Deutschland oder aus anderen Ländern den Herrn Zuschke und auch den Kontakt zu der Maklerin hier vor Ort so weiterempfehlen? Unbedingt. Klasse. Dann danke ich Ihnen vielmals und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.